Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Monkey Island 4. Wer hätte es gedacht? Nachdem das Spiel im letzten Part scheinbar mittendrin einfach abgestürzt ist, war nicht so toll, habe ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen weitergespielt, sozusagen bis zu dem Punkt, wo wir stehen geblieben waren. Ja. Und um hier einfach mal weiterzumachen, ja, ich habe vielleicht ein paar Sachen anders gemacht. Was? Eimer? Betrachte Eimer. Ein Loch ist im Eimer. Ja. Gut. Wie man sieht, ja, hier gibt es nur einen Affen, aber ich bin auf der anderen Seite nicht weitergegangen und was wir noch nicht geholt haben, ist die Milchflasche. Das heißt, wir müssen noch einmal in das, in die Kathedrale und eine Probefahrt machen. Und dann mal gucken, ob wir irgendwie die Milchflasche greifen können. Zum Beispiel mit dem Greifer da, mit dem Bananengreifer. So. Betrachte Bänke, sprich mit Father Allegro Rasputin. Eure Heiligkeit? Ja, mein Sohn? Na gut, wie unterscheidet sich die Gemeinde? Würde gerne noch eine Testfahrt machen. Sie erwähnten, dass LeChuck und Elaine heiraten würden? Wie gefällt ihm das Leben als Geisterpriester? Ja, hatten wir eigentlich alle schon. Kann sein, dass die Textdinger hier ein bisschen anders sind. Ich würde gerne noch eine Testfahrt mit dem Hochzeitsboot machen. Das ist außerordentlich unorthodox, aber... Was zum Teufel? Das ist der Geist. That's the spirit, würde ich sagen. So, ich blende mich mal wieder ein. Mindestgröße zum Mitfahren haben wir leicht überschritten. Das heißt, wenn das Boot stecken bleibt, gib ihm einen ordentlichen Tritt. Was bedeutet eigentlich Flum? Flum, 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 Flum. Moment. Einmal kurz ins Inventar und den Bananengreifer geschnappt. Nein. 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 Ich wollte in die andere Richtung. Nein. Nein! Oh. Huch, wo geht's denn da längs? Kommen wir da wieder zurück? Oh ja, Tatsache. Bitte steige rechts aus und genieße deinen Aufenthalt in der Kirche des heiligen LeChuck, Orthodox. Ja. Eure Heiligkeit? Ja, mein Sohn? Ich bräuchte noch eine Testfahrt. Ich würde gerne noch eine Testfahrt mit dem Hochzeitsboot machen. Das ist außerordentlich unorthodox, aber... Was zum Teufel? Das ist der Geist. That's the spirit. Lässt sich schlecht übersetzen. So, okay. Also den einen Baumstumpf... Weißt du eigentlich, dass du unser erstes menschliches Testobjekt bist? Nein. Ich glaube nicht, dass Elaine und ich unser Eheversprechen auf diese Weise erneuern. So, das Problem ist, da ist dieser Baumstamm davor. Den müssen wir mit dem Holzding da... Hallo? Da! Yes! Wow, da kann ich doch diesen Bananenpflücker tatsächlich mehr als einmal benutzen. Ja, wer hätte es gedacht? Nein, ich wollte nicht noch eine Runde drehen. Huch, nein! Dots. Weil da hinten kommen wir nicht längs. So, und jetzt zu diesem kleinen Lavasee. Zu dem kleinen Lavasee, genau da wollte ich hin. So. Was? Unkraut? Ein Lavabecken mit erstaunlich hitzeresistentem Unkraut. Moment. Können wir das? Ja, wir können! Cool!
ist die Lava. Zurück in die Erde, wo sie auch herkam. Okay, das hat ja jetzt mal funktioniert. Ja, wahrscheinlich hat keiner was gemerkt, außer diese komische reingeschnittene Szene mit Herman Toothrot, die da überhaupt nichts zu suchen hatte. Aber das Spiel ist gecrashed, als ich dieses Video eben geguckt habe das erste Mal. Dementsprechend, das Spiel sagt irgendwie, dieser Fehler sollte nicht vorkommen. 12 Megabyte an Speicher wurde nicht freigegeben. Ich würde sagen, zu spät, das LucasArts zu melden. Und zwar 22 Jahre zu spät. Hey, LucasArts, wollt ihr den Fehler noch fixen? Nein? Okay. Ja, aber mehr können wir nicht. Ex-Unkraut. Die Lava sickert in die Erde, jetzt wo das hitzebeständige Unkraut gepflückt worden ist. Gepflückt worden sind? Halbleerer Lavasee? Die Lava sickert in die Erde, jetzt wo das hitzebeständige Unkraut gepflückt worden ist. So. Das heißt, wir haben jetzt die Affenmaschine mit Lava versorgt. Das heißt, theoretisch müsste die ja jetzt funktionieren. Aber ich bin noch nicht hier längs weitergegangen. Zum Affenkopf. Sag mal, was ist denn hier los? Okay. Den kennen wir ja noch, den Kopf. Affenmund. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, das Ding zu öffnen. Affenkopf? Das ist der zweitgrößte Affenkopf, den ich jemals gesehen habe. Ja, das hast du auch im ersten Teil gesagt. Ich kann nicht glauben, dass ich einem Riesenaffen in die Nase schaue. Hm, da scheint eine Klinke zu sein. Was? Eine Klinke in der Nase? Nein, Jojo Senior! Da ist ein Grabstein! Jojo Senior! Hier ruht Jojo Senior. Er war loyal bis in den Tod. Das war der Dings hier. Das war der Affe, der das Klavier gespielt hat, den wir hypnotisiert haben mit der Banane. Der dann quasi als Schraubenschlüssel fungierte. Das war Jojo. Glaube ich zumindest. Affenmund, Affennase, Affenkopf. Hat. Affenaugen. Oh, das Lächeln im Auge eines Affen und. Nein, warte, das stimmt doch nicht. Moment, da ist doch irgendwas. Kann ich das mit dem Auge benutzen? Das muss nicht gepflückt werden. Mit dem Mund? Das muss nicht gepflückt werden. Mit dem Kopf? Das muss nicht gepflückt werden. Mit der Nase? Oh, mit der Nase geht. Es gibt wohl mehr als eine Art, einen Affen zu häuten. Dieser Bananenpflücker ist gar nicht so unpraktisch. Okay. Ein vergoldeter Bananenpflücker. Hey, der Griff ist wie ein Mensch geformt. Komisch, dass ich das beim letzten Mal nicht bemerkt habe. Aber wenn ich jetzt die Bananenpflücker nehme, geht dann der Mund wieder zu? Ich nehme an, schon. Aber eigentlich brauchen wir die Bananenpflücker nicht mehr für wirklich was. Affenohr? Was, kaputten Q-Tip? Es hat anscheinend nicht funktioniert. Der Grund ist wohl ein Ermüdungsbruch durch Überbelastung. Ich wüsste nicht, wozu ich dieses Ding nochmal brauchen sollte. Affenohr? Hier hat schon länger niemand mehr sauber gemacht. Was für eine seltsame Wachskulptur. Das sieht aus wie ein kaputter Q-Tip. Oh ja. Das Ohr kann man bestimmt nicht abmachen. Moment, länger nicht sauber gemacht? Können wir dann mit dem Tankpflücker im Ohr rumhantieren? Ich muss das mit etwas anderem benutzen. Das ist keine Alge und Nein. muss auch nicht gepflückt werden. Das ist keine Alge oh. und muss auch nicht gepflückt werden. Schade. Dachte schon, wir können da jetzt im Ohr rumhantieren. Milchflasche. Ah, die wollten wir Herman ja noch an den Kopf dätschen. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal... hallo? Ich will da einfach mal reingehen. Hey, wer sagt's denn? Ein Geheimgang! Wow! Okay. Hey, das sieht aus wie ein Kontrollraum. Was zum... das war nicht beim ersten Monkey Island. Steuerrad. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding tatsächlich etwas steuert. Armlehnensteuerung. Das ist der Stuhl des Kapitäns. Die Steuerung ist in der Armlehne. Bananenstuhl. Auf der Insel muss wohl mal ein Innenarchitekt länger festgesessen haben. Okay. Boiler. Von da drin kann ich einen Blubbern hören. Ich hoffe, der Affenkopf kriegt keine Blähungen.
Nee, ich glaube, das ist... Was? Ventilsystem? Hier laufen verschiedene Ventile und Druckleitungen zusammen. Was ist das? Hebel? Seltsame Schalter. Das hebe ich nicht auf. Können wir da dran ziehen? Nichts passiert. Oh, was? Portal? Zu. Zu. Und? Seltsame Schalter. Nichts passiert. Was? Deutlich sichtbare Spalte. Ich habe den Eindruck, dass hier etwas höllisch Wichtiges hin soll. Ich glaube, ich sollte hier irgendwas hineintun. Können wir da den Tankpflücker reinpacken? Nein, das passt nicht. Wir haben sonst nichts außer Notizen und Kokosnüsse. Ich glaube, uns fehlt da wohl noch was. Hebel? Seltsame Schalter. Die sehen so bananenförmig aus. Nichts passiert. Anzeigen? Mal sehen. Temperatur, Druck, Affen. Die Temperatur und der Druck scheinen zu steigen. Ja, aber Affe scheint wohl nicht zu steigen. Wir brauchen Affen. Was Dings das? Verschiedene Dings das. Ich fasse die besser nicht an. Verschiedene Dings das. Seesterndatum 182.43. Keine Affen im Gamma-Quadranten. Oh. Was? Können wir die auch angucken? Da geht's raus. Na gut. Geht's wieder raus. Kann ich den Bananenpflücker nehmen? Oder geht dann die Tür wieder zu? Ich glaube, die Tür geht dann wieder zu, oder? Okay. Den nehmen wir erstmal wieder mit. Sonst gab es hier nichts außer einen großen Affenkopf. Halt! Totenpfahl? Das hebe ich nicht auf. Fies! Ein Affenkopf auf einem Stock. Da ist noch ein Totenpfahl. Nö, den können wir uns nicht angucken. Na gut! Dann waren wir jetzt beim Affenkopf. Dann müssen wir nur noch in das Dorf da. Nein. Ich möchte nicht mit dem Affen sprechen. Ich möchte weiter. Betrete Dorf. Oh, okay. Sei gegrüßt. Willkommen in der Affenstadt. Ich bin Jojo Junior, der Affenprinz. Was? Hey, du kannst ja sprechen, genau wie du. Stell dir vor. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du ein sprechender Affe bist. Deshalb wirst du versagen. Die Frage ist nicht, warum es sprechende Affen gibt, sondern warum es keine sprechenden Affen geben soll. Okay. Wie hat sich das zugetragen? Gibt es eine andere? Wie hat sich das zugetragen, o Erleuchteter? Es war an einem warmen, sonnigen Tag, wie heute. Bitte die Kurzversion. Als ich auf der Lichtung in der Nähe des großen Affenkopfes meinen geliebten Vater begrub. Deinen Vater? Sprichst du von... Jojo Senior. Offensichtlich hat jemand diesen armen, loyalen Narren darauf abgerichtet, den Hebel für die Tore des Riesenaffenkopfes zu halten. Warum Nein! Kommt mir das so bekannt der vor? War das. Aber derselbe Idiot hat vergessen, meinem Vater zu sagen, dass er den Hebel wieder loslassen soll. Oh nein. Irgendwann ist mein Vater dann an diesem Hebel verhungert, während er auf einen einfachen Befehl wartete, der niemals kam. Ups. Das ist entsetzlich. Ja. Und gerade als ich meine traurige Pflicht beenden wollte, hörte ich im Affenkopf ein dumpfes Brummen. Da ich von Natur aus ein neugieriger Affe bin, schlich ich mich vorsichtig an den brummenden Kopf heran und griff mit einer Hand in das riesige Maul des Kopfes. Als ich es berührte, durchzuckte mich ein mächtiger Blitz und ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, stellte ich fest, dass sich mein geistiger Horizont auf wundersame Weise vergrößert hatte. Du meinst, du konntest sprechen? Oh, nicht nur das. Okay, also, warum ein sprechender Affe? Gibt es noch andere sprechende Affen? Worüber ich wirklich plaudern würde, ist... Gibt es noch andere sprechende Affen? Aber natürlich! Oh, du meinst, ob sie in deiner Sprache sprechen? Nein, das kann nur ich.